Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen. Konkret geht es in diesem Video darum, mit Hilfe der Ableitungsfunktion auf Eigenschaften der ursprünglichen Funktion f zurückzuschließen. Das Beispiel, das ich ausgewählt habe, ist etwas länger. Lies es dir bitte genau durch und versuche es eigenständig zu lösen. Zu beachten ist also, dass in diesem Beispiel der Graph der Ableitungsfunktion dargestellt ist, nicht der ursprünglichen Funktion f. Mit diesem Hinweis gehen wir nun die fünf Aussagen durch. Aussage Nummer 1. Die Funktion f hat im Intervall minus 4 bis 5 zwei lokale Extremstellen. Extremstellen der Funktion f zeichnen sich dadurch aus, dass an diesen Stellen die Monotonie wechselt, von steigend auf fallend oder von fallend auf steigend. Also die Tangentensteigung ist an diesen Stellen 0. Die Tangentensteigung ist aber identisch mit der ersten Ableitung. Die beiden Nullstellen, die wir hier haben, zeigen also tatsächlich die Lage der beiden Extremstellen von f an. F muss ja eine Polynomfunktion dritten Grades sein, wenn wir hier eine Parabel als Ableitungsfunktion gegeben haben. Also ist die Aussage, dass wir im Intervall zwei lokale Extremstellen haben, korrekt. Aussage Nummer 2. Die Funktion f ist im Intervall 1 bis 2 monoton steigend. Monoton steigend heißt, dass die Ableitung, die Tangentensteigung, positiv sein muss. Im Intervall 1 bis 2 haben wir aber negative Funktionswerte von f'. Diese Aussage kann daher nicht korrekt sein. Aussage Nummer 3. Die Funktion f ist im Intervall minus 4 bis 2 monoton fallend. Genauso wie vorhin, minus 4 bis minus 2 würde bedeuten, dass wir negative Funktionswerte von f' haben müssten, damit die Funktion f selber monoton fallend ist. Im Intervall minus 4 bis minus 2 haben wir aber hier wiederum genau die verkehrten Funktionswerte. Sie sind nämlich positiv. Also diese positiven Funktionswerte sorgen dafür, dass wir eine monoton steigende Funktion in dem Intervall hätten. Die Aussage muss falsch sein. Nummer 4. Die Funktion f ist im Intervall minus 4 bis 0 links gekrümmt. Links gekrümmt ist erklärt, bedeutet, dass die zweite Ableitung größer als 0 ist, positiv ist. Die zweite Ableitung ist die Ableitung der ersten Ableitungsfunktion. Beschreibt also die Steigung der Funktion, die wir hier gegeben haben. Und im Intervall von minus 4 bis 0 ist die Steigung unserer Funktion negativ, also nicht positiv. Sie ist rechts gekrümmt in diesem Intervall. Aussage Nummer 4 ist also auch falsch. Bleibt noch Aussage Nummer 5, die richtig sein sollte. Die Funktion f hat an der Stelle x ist gleich 1 eine Wendestelle. Eine Wendestelle zeichnet sich dadurch aus, dass ihre zweite Ableitung 0 ist. Oder anders ausgedrückt, dass ich an dieser Stelle maximale oder minimale Steigung habe. Eine Wendestelle ist also immer eine Extremstelle der ersten Ableitungsfunktion. Und unsere Extremstelle, der Scheitel unserer Parabel, liegt genau an der Stelle 1. Also haben wir eine Wendestelle der Funktion f an der Stelle 1. Auch diese Aussage ist korrekt. Und damit ist das Beispiel gelöst.